Ein Schraubenschlüssel? Du wirst aber jetzt nicht den mit dem Schraubenschlüssel hauen. Weiter geht's. Ich habe den Tod schon oft ins Auge gesehen. Ich habe es nicht gewollt. Aber in solchen Momenten spürt man eine Ruhe, eine Klarheit, die man nie erwartet hätte. Es wird einem klar, dass die Gegenwart das Ziel eines jeden Schrittes war, den man gemacht hat. Und im selben Moment sieht man einen zweiten Weg. Das ist der, für den man sich beim ersten Schritt hätte entscheiden können. Wir sind alle zusammen auf diesem Weg. Die Guten, die für die falsche Sache kämpfen. Und die Korrupten, die sich in Rechtschaffenheit hüllen. Jeder ist überzeugt, dass er auf der Seite der Engel steht. Aber jede Reise endet irgendwann. Man kann dem Tod nicht ewig entrinnen. Wir hatten all unsere Kraft gegen Atlas eingesetzt, doch sie reichte nicht aus. Und nun mussten wir zahlen. Gefangenen. Unbekannter Ort. 8. Januar 2061, 14.30 Uhr. Okay. Vorsicht. Jedes Detail könnte wichtig sein. Was ist das hier? War mal ein Forschungslabor. Wurde von 1 wohl modifiziert. Forschung für was? Irgendwas in Richtung Medizin, glaube ich. Aber egal. Jetzt ist es ein Knast. Oha. Wieso haben wir andere Anzüge an als die anderen? Es ist soweit. Wir überleben nur, wenn wir einen klaren Kopf behalten. Auf unsere Chance warten. Alle raus aus dem Laster! Los! Raus aus dem verdammten Laster! So ein Pisser. Willkommen bei Atlas. Bereit zur Lieferung. Käfig öffnet sich. Die beiden, der mich sehen. Los, Bewegung. Geht in den Käfig. Die anderen hinter die rote Linie. Der Käfig füllt sich. Hinter die Linie. Wir gehen runter nach Null. Los in den Käfig. Wie kommst du hierher? Unsere Luftunterstützung wurde von Manticore vernichtet. Ich war nicht im Sprengradius, aber unser Trupp war völlig unterlegen. Holt uns hier irgendjemand raus? Die ganze Stadt ist verseucht. Wir haben uns komplett zurückgezogen. Denke nicht, dass jemand kommt. Fuck it. Käfig öffnet sich! Okay, los Jungs, raus aus dem Käfig! Los, raus jetzt! Bewegung! Hierher! Hierher, los! Ja, du kleine Pisser. Dann los! Gehen wir los! Okay, Käfig leer. Schick ihn wieder hoch. Na los, hier lang. Was glotzt du so? Schluss mit dem Glotzen! Glotze! Los, auf den Augen geradeaus! Roger! Hä? Augen geradeaus! Aha, wie lol! Schluss mit dem Klotz! Okay, hier entlang! Holen wir auf! Freigabe! C-Block! Lol. Augen geradeaus! Das ist ja wie ein Tierheim. Darf ich mir einen aussuchen? Police. Da kommt was bei C-Block. Eine Reihe! Das ist ja heftig. C-Block wird verriegelt. Käfig öffnet sich. C-Block offen. Fesseln hoch. Freigabe. Sicher. C-Block wird verriegelt. Los. Kacke, runter. Runter. Schön, Kackner. Damit lassen wir sie nicht durchkommen. Was machst denn du?
Ey, ich will nicht schlafen. No, fuck it. Nein. Na. Ich wollte den Mann treffen, der mich umbringen sollte. Wir sollten sie nur aufhalten. Aber hätten wir sie umgebracht, hätte uns das auch nichts ausgemacht. Scheitern wird hier bei Atlas nicht akzeptiert. Daher bin ich ungehalten, dass drei meiner besten Leute so total versagt haben. Tja, aber so muss es sein. Die Spreu vom Weizen, die Starken von den Schwachen. Die alten Spartaner wussten, was Krieg bedeutet. Aber das Wissen ging verloren. Zwei Jahrtausende lang. Und ihr Sohn Will, was war er? Spreu oder Weizen? Will war das Opfer der fehlgeleiteten Politik der US-Regierung. Will starb für das, woran er glaubte. Das Tragische dabei ist, für das zu sterben, woran man glaubt, macht es nicht wahr. Das ist unhöflich. Aber du bist stark, Cormac. Ich gebe dir 20 Minuten, bis du verblutest. Bis dahin überleg dir, ob es all das wert war. Was ist denn das? Ein Schraubenschlüssel? Du wirst aber jetzt nicht den mit dem Schraubenschlüssel hauen. Und mich auch nicht. Und du. Der verlorene Sohn kehrt zurück. Ich habe an dich geglaubt. Ich gab dir eine zweite Chance. Nein! Du bist nicht wie Will. Mein Arm ist jetzt kaputt. Schon wieder. Kannst du gehen? Stoppt, Irons. Ich kann nicht. Schluss jetzt. Wir gehen. Alle zusammen. Ich hab ihn. Okay, mir nach und leise sein. Ich glaube, mein Arm ist kaputt. Werden hier verpackt und dann, ja, sie sind, glaube ich, verseucht. Ich komme! Jo! Nimm mir die Waffe hin. Die Größe könnte passen. Nimm seinen Exo-Anzug und die Waffe. Jo. Mit nur einem Arm lädt es sich schlecht nach. Jeder Schuss muss treffen. Wenn du Munition brauchst, nimm eine neue. Bereit? Oh, fuck. Sieht nach Oberflächenzugang aus. Ilona, hier entlang. Mitchell, an die Konsole. Die Tür öffnen. Welche? Beeilung! Ja, mach ich. Ich schick mich. Waffen runter! Ich schieße gleich! Mitchell, da bleiben! Fallen lassen! Was ist los? Tür verriegelt! Zurück!
Verdammt! Vielleicht oben rum. Wir finden einen Weg. Mitchell, mal los. Oh, ist das scheiße, mit hier mit einem Arm zu schießen. So wie ich Ilona kenne, sichert sie oben alles. Bist du dir da echt sicher? Ach komm, ich wollte die töten, weil die Arschlöcher sind. Zorn hat mir so eine Spritze, Schlafspritze, gute Nachtspritze hier, ja, ja. Hat er mir gegeben, ja, so gute Nachtspritze. Wie ich Ilona kenne, sichert sie oben alles. Lassen wir sie nicht warten. Okay. Na, verpisst euch. Wo müssen wir hin? Manticore schlägt zu. Er feuert Raketen ab. Bagdad war erst der Anfang. Washington, New York, Los Angeles. Militärische Ziele im ganzen Land. Abschuss in unter 2 Stunden. Verdammter Scheiße. Aua. Scheiße. Was mach? Schieß doch. Jawohl. Ruhig bleiben. Schön ruhig. Arbeite weiter, weitermachen. Gideon, hier ist Ilona. Ich habe ein Fahrzeug zur Evakuierung. Treffpunkt nördliche Mauer. Ilona, kommen! Verdammt! Nein, ein Fahrzeug. Ich gehe jetzt hier mal rein. Was? Die Tür ist zu. Machst du mal. Sequenz gestartet. Fertig. Jawohl. Das ist also eins Zukunftsvision. Er ist wahnsinnig. Damit darf er nicht durchkommen. Was macht er denn? Die sind eingeschweißt wie so ein Schnitzel. Aus dem Weg! Los! Danke für die Rettung! Ja, aber ich kann nicht so viel schießen. Oh, hey, hey, wie kommt der da hin? Wieso? Nö, nö. Aus dem Weg, los! So, scheiße, ich geh mal hier oben rum. Danke für die Rettung. Oh, ist das schwer hier. Was ist denn hier los? 9 Uhr. So, wo sind die jetzt? Ich hab ihn im Visier. Blendgranate los. In Deckung. Ah, ich brauche eine neue Waffe. Ja, hier. Pistole auf 9 Uhr. Ah, hier. Einer. Oh, fast hätte ich wieder so einen Pisskopf erschossen. Wohin jetzt? Da lang. Wir müssen weiter. Jo, mach auf. Auf den scheiß Boden. Oh mein Gott. Was du, keine verschissene Bewegung. Zurück, Bruder, ich schieße. Na los, zur Tür. Woher kommen die Manticore-Abschüsse? Woher? Atlas Kommandozentrale in der Stadt. Ja, wir wollen uns. Die Luke, na los! Na lecker, ich will hier.
Darf ich vielleicht zuerst runter? Wo zum Teufel sind wir? Das klingt nicht gut. Oh fuck. Nicht gut! Wir müssen raus! Da! Ein Luftschacht! Unter dem Wagen! Mitchell, hilf mir! Jo. Wir müssen den Wagen anschieben! Los, schieben! Ich schieb schon. Hier durch! Jo. Schneller, schneller! Es wird voll. Bewegung. Komm schon, Mann! Ja, das ist voll scheiße, mit einem Arm zu krabbeln, weißt du das? Scheiße! Mitchell! Hab dich! Das war knapp. Jo. Was ist das? Sonnenlicht. Wir sind fast draußen. Wir müssen den Manticore-Start melden. Gideon, hier ist die Lona. Ich habe ein Fahrzeug zur Evakuierung. Treffpunkt nördliche Mauer. Gut gemacht. Sind unterwegs. Schnell. Cormac, geht's nicht gut. Der Heli, den nehmen wir. Bing. Da bist du dir das sicher? Geh mal drauf. Oder auch nicht. Wegen Heli. Mitchell. Ja, ich versuch's hier. Werfe Blendgranate! Ich. Ah, hier ist noch eine Waffe. Au. Au. Ich bin gleich am Arsch. Jetzt bin ich am Arsch. Scheiße. Och nö. Wisst ihr, wie schwer das ist hier? Gut gemacht. Sind unterwegs. Schnell. Cormac, geht's nicht gut. Der Heli, den nehmen wir. Okay. Nochmal. Ich brauch die Waffe. Waffe auf 12 Uhr. Blendgranate los. Wo? Ach so. Waffe auf 3 Uhr. Ich höre hier. Hier ist was. Wir kommen jetzt von da. Zeig ich doch. Gut, er ist down. Blendgranate los. In Deckung. Oh, fuck. Das hier ist die noch voll? Ja, gut. Gut, endlich ist er down. Scheiße, scheiße, ich brauche noch eine Waffe. Oh gut, nehmen wir die Pistole. Ne, nehmen wir die. Wo ist jetzt dein Heli? Ah, das ist lauter so ein Zeugs, ne? Genug Manticore, um alle wichtigen Militärbasen der Welt zu treffen. Wir müssen Ilona und Cormac finden. Na los. Bereit? Mhm. Gehen wir. Los. Los zum Heli. Oh mein Gott. Schnell. Alle Stationen, hier ist Sentinel 2-1, hört mich jemand? Versteht mich jemand? 2-1, hier Kingpin, wir hören. Dachte schon, wir hätten sie verloren. 1 plant Biowaffenangriffe auf mehrere große Basen in den nächsten 2 Stunden. Verstanden. Verfolgen ihre Position. Schicken Luftunterstützung. Kingpin, hören Sie! Dampf! Festhalten! Oh mein Gott! Wie kommt der Roboter hier hoch?
auf die Beine. Aufpassen! Aha. Scheint noch zu funktionieren. Auf manuell schalten. Jo. Die Wand durchbrechen. Weg frei machen. Der rennt aber schnell, Alter. Jetzt rennt ihr, Lappen. Und bye bye. Na, die gucken blöd, wenn da mal überhitzt. Okay, komm mit. Hallöchen. Ich bin genau hinter dir. Was sehe ich dich? Ich sehe dich aber nicht. Hier zerfetzt ja alles, das ist ja cool. Wo müssen wir eigentlich jetzt hin? Durch die Mauer brechen, Mitchell! Durch die da? Nö. Durch die Mauer brechen, Mitchell! Okay, hey, Rambo! So eine sanfte Stimme, die uns sagt, dass unsere Rakete bereit ist. Das freut mich. So, wo müssen wir jetzt hin? Einen habe ich zerfistet. Jawohl. Nein, immer noch nicht down. Hier, Luna, nähern uns der nördlichen Mauer. Position durchgeben. Kommt einfach durchs Haupttor. Wir finden euch. Da war doch eigentlich noch ein Roboter. Wo ist der denn? Hin? Ich erwische das Teil hier nicht. Jetzt habe ich. Das ist das Tor hier raus. Das Schloss knacken. Jo. Tor hochfahren. Jetzt dachte ich schon, der Roboter ist kaputt. Aber der ist fast kaputt. Oh. Hä? Ja, ich lebe noch. Da sind sie ja. Los, rein da. Comic? Er ist hinten. Ich helfe ihm. Fahr einfach. Ja, wer war's? Zum Glück fährst du. Beten wir, dass wir nicht zu spät kommen.